Und wünsche einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader NFP Live Trading bei FX Flat. Und an der Stelle wissen Sie ja, kann es eigentlich nur mit Dirk Hilger sein. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass wieder so viele dabei sind. Wir schalten einmal zum Risikohinweis. Der muss natürlich sein. Wer immer dieses Webinar dient, nur zu Schulungszwecken, bitte auf keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen auch das, wie immer, Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das wird sich nie ändern. Gut, da kommen noch ein paar Leute rein, aber nichtsdestotrotz, Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, da sind wir, ne? So, dann hallo und herzlich willkommen hier auch zum allmonatlichen NFP Live Trading Webinar, auch von meiner Seite hier aus Köln. Wie immer, wo auch sonst, ne? Obwohl, ich war ja auch schon mal woanders. Nee, aber ich glaube, zu den NFPs noch nicht. Nee, NFPs aber noch so, nicht. Ich komme ja durchaus, man lässt mich auch mal aus Köln raus, von daher sage ich das schon mal gerne dazu. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass das dieses Jahr auch öfters der Fall sein wird. Aber irgendwie gelingt mir das nicht so richtig. So, da fangen wir mal an. Steigen wir gleich hier mal in die Materie ein. Wie man sieht, ich bin hier auf der linken Seite gerade noch im DAX unterwegs. Habe da irgendwie vorher noch einen Short skaliert. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den jetzt wirklich mitnehmen soll gleich. Weil der eiert mir viel zu viel rum, der DAX. Das ist halt so ein bisschen schwierig mit dem heute. Also das heißt, also hier die Position, die man sieht, ist jetzt noch ein Teil davon, also ganz so schlimm ist es jetzt nicht, weil ich habe da vorhin auch schon mal einen Teil ausskaliert. Sieht man hier nur nicht, weil ich halt zwischendurch hier das Profil gewechselt habe. Also aber so oder so, wie der Nelson ja auch gesagt hat, nicht nachmachen. Und der DAX ist natürlich auch alles andere generell als Short, auch wenn es jetzt von oben so ein bisschen drückt die ganze Zeit. Aber wir sind halt hier einfach im DAX einfach an so einer Psychomarke. Also grundsätzlich ist es ja auch so beim DAX, wenn der halt irgendwie in der Nähe von einer Tausender Marke kommt und dann geht das mitunter dann wochenlang, bis da halt wirklich dann mal irgendwie ein Ausbruch dann halt drüber kommt oder bis die Marke dann halt verlassen wird. Von daher ist das ohnehin eigentlich nicht gut zu handeln und ohnehin, wenn ich gefragt werden würde, was mache ich jetzt mit dem DAX, dann würde ich eigentlich eher sagen, lass lieber die Finger davon oder halt eben wirklich scalpen, weil ich meine, was er hier macht, ist halt einfach da oben an der Decke kleben und irgendwie versuchen, bloß nicht irgendwie runterzugehen. Warum auch immer, den Sinn kann ich nicht so wirklich erkennen, weil ich meine, was man ja vor allen Dingen halt hier auch sieht, ist in Anbetracht der Volatilität, die wir hier haben, jetzt die letzten Tage, da ist ja keiner mehr aktiv, da ist halt nichts mehr. Ne? Also da handelt zumindest irgendwie kein großer Marktteilnehmer mehr großartig hier oben und es ist weder Volumen da noch Volatilität. Also beides nicht vorhanden. Das ist natürlich halt auch so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt hier bei News überhaupt was machen will im DAX, weil halt eben kein Volumen da ist. Und das heißt, sobald hier eine Position kommt, die ein bisschen größer ist als das bisschen, was hier die ganze Zeit da halt durchgeschickt wird, und dann gibt es halt ruckzuck eben auch ein Gap von irgendwie 20, 30 Punkten. Das geht dann ganz schnell. Deswegen muss man da natürlich höchst vorsichtig sein, gerade im DAX. Der Dow ist dann nicht so schlimm gerade, aber der DAX, der ist halt da wirklich tricky. Ist also nicht einfach. Der Grund, warum ich jetzt hier den Short gemacht habe, der liegt einfach nur darin, man sieht halt hier in der Struktur, im Stundenchart sieht man das gerade ganz gut. Also man sieht hier auch den Stop ein bisschen größer gewählt. Der hat auch gehalten, weil ich bin ja vorhin hier unten rein, weil ich dachte, ja, so denken ist immer so ein bisschen schwierig bei solchen Geschichten. So, wir gehen jetzt endlich da unten durch, nachdem wir hier halt eben ja auch eine vernünftige Abwärtsbewegung hatten und hier auch unter, das ist ja der letzte Außenstab nach oben, unter dem hier geschlossen haben. Deswegen habe ich den hier aufgemacht. Und aber wie man sieht, da geht es erstmal nochmal auf Anfang von hier oben. So, da wird halt das Maximum nochmal ausgereizt. Aber die natürliche Richtung wäre jetzt halt die, dass es hier den nächsten Support sucht und den finden wir hier unten irgendwo. Also jetzt rein hier aufs Daytrading bezogen. Ich kann das mal kurz hier noch einzeichnen, habe ich noch gar nicht. Gibt immer ein bisschen andere Linie, also wobei das dann hier unten auch nicht unbedingt halten muss. Aber hier sieht man schön halt, da ging es drunter, Widerstand abgeprallt und dann nochmal hoch. Und das heißt, hier waren halt zuletzt einfach die Käufer,
die das Ding auch hoch auf die 12.000 beziehungsweise drüber geschickt haben. Das heißt, irgendwo so in dem Bereich, da wäre halt nochmal irgendwo ein Support zu vermuten, möglicherweise aber auch hier. Und weil er hier auch nochmal deutlich gekauft wurde. Und das ist aber auch genau das Gleiche, was mich jetzt halt im DAX eben auch stört. Das ist alles sehr, sehr viel vielleicht und könnte und eventuell. Und das gefällt mir halt eigentlich gar nicht. Da wäre es halt eher so, jetzt aber auch nicht unbedingt zu den NFPs, weil ich nicht weiß, was da jetzt an Volumen kommt. Wenn man sich das mal anguckt, was wir da halt jetzt generell an Volatilität haben, dann ist eigentlich eher zu erwarten, dass halt bei den NFPs ein bisschen mehr kommt als jetzt die ganze Zeit. Weil oft ist es ja so, wenn es vorher viel gelaufen ist, also die Stunden vorher oder auch der Tag vorher, dann sind die NFPs eher ruhig. Und wenn aber halt kurz vorher wirklich halt da alles von der Bewegung wirklich im Keller ist, und dann wird es meistens ein bisschen mehr, was dann da halt passiert. Und deswegen wäre das jetzt auch nicht unbedingt ein Level, was ich zu den NFPs handeln würde. Als Exit ja, als Long erstmal nicht. Kann natürlich ein Fehler sein, weiß man immer erst nachher. Aber halt eben, wie ich ja gerade gesagt habe, einfach wegen dem Volumen, das an der Stelle halt fehlt. Und wenn da ein bisschen was Größeres kommt, dann geht es auch nochmal eine Etage tiefer. Weil was wir hier im DAX natürlich haben, das sieht jetzt alles hier so wahnsinnig weit entfernt aus. In Wahrheit ist es aber gar nicht viel an Punkten. Hier fehlt mir jetzt irgendwie leider ein bisschen was an Linien. Moment, ich habe hier aber auch eine Beta-Version drauf. Kann sein, dass ich da ein bisschen was klicken muss, bis da was passiert. Nö, irgendwie habe ich mir den scheinbar gelöscht. Das ist natürlich jetzt sehr schade. Dann muss ich gleich noch mal ein bisschen neu zeichnen, weil hier unten die 11.840, das war natürlich das Ausgangslevel für diese Bewegung. Die zeichne ich mal noch mal ein, dass wir die hier auch mal sehen. Und das war für mich auch, weiß nicht, wer halt meine Analyse gelesen hat. Da war ich ja erstmal erstaunt, dass der da überhaupt einfach so drüber gelaufen ist. Und aber wir sind hier morgens, war das halt direkt, das war die 8-Uhr-Kerze und um 9 Uhr hier direkt gestartet da und nicht mehr drunter. Und dann ging es halt einfach geradeaus weiter nach oben. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, dass es überhaupt in der Form halt passiert ist. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber gut, so ist es halt. Und das heißt, die Support-Levels hier in dem Bereich. Ich würde immer eher eins tiefer gehen, auch wenn das jetzt hier sehr wahrscheinlich ist. Aber wie gesagt, im normalen Handel jetzt nicht unbedingt, wenn halt das Volumen kommt. Aber generell kann es ja immer nur wiederholen. Mein Ansatz ist ja immer die Paritätsumkehr. Das heißt, was vorher ein Widerstand war, wird anschließend zum Support. Das sind wir natürlich hier an der Stelle. Das sind wir dann natürlich dann halt ganz gut platziert. Und genauso hier unten ja auch Widerstand, Support. Und hier sieht man ja halt auch, das ist aber schon mal getestet worden. Das ist hier bei mir, müsste das eigentlich, wo sind wir, die 11.902? Das ist eigentlich die, mir so ein bisschen fehlt. Die haben wir hier, glaube ich, auch nicht ganz gehabt. Und das heißt, so in dem Bereich hat wirklich so der letzte Peak. Also das fände ich halt wesentlich spannender, wenn wir da runterkommen, dass wir die nochmal testen, als jetzt hier direkt am ersten. So, das ist halt mal zur Stundenbetrachtung. So sieht das also im DAX aus. Auf Daily gehe ich gleich noch ein, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn wir ein bisschen Bewegen gesehen haben. Und da kann ich dazu auch nochmal was sagen, weil entscheidender ist natürlich jetzt hier erstmal der DAU und was der hier nebenbei macht, was ich hier auf dem anderen Bildschirm sehe. Das gefällt mir für den DAX Short hier erstmal überhaupt gar nicht. Das zeige ich euch jetzt dann auch mal an der Stelle. So, da haben wir ihn, den DAU. So, das sind so die paar Linien, die ich heute eigentlich nur habe. Viel mehr habe ich heute hier gar nicht drin. Und da hat er jetzt sehr, sehr genau gerade auch schon irgendwie drauf aufgesetzt. Hier im Stundenchart eben auch. Das war auch gestern meine eigentlich einzige Linie über der 215, wo er gestern dran abgeprallt ist. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, im zweiten Anlauf, wenn er das macht, Vorsicht, geht er wahrscheinlich drüber. Und das hat er jetzt ja auch gemacht. Das heißt, wir sind morgens. Ich kann das auch mal noch größer machen hier. Sind morgens kurz hier davor gescheitert. Dann ging es nochmal runter. Dann hier auch auf den letzten Widerstand aufgesetzt. Und dann habe ich, wie gesagt, wenn er dann nochmal hochgeht, Vorsicht, ist ganz oft ein Indiz dafür, wenn es einmal kurz vorher bremst, dass es beim zweiten Mal dann halt auch eben ganz schnell in die andere Richtung erledigt wird. Und das ist jetzt passiert. Und hier macht er nämlich genau das Gleiche nochmal, setzt hier auch auf den Widerstand auf. Und zwar exakt
und versucht sich jetzt da oben in die andere Richtung. Und das gefällt mir natürlich für den DAX überhaupt nicht, auch wenn der DAX jetzt nicht der DAO ist, ja, aber der kann natürlich irgendwie ganz schnell da die Richtung auch mitdrehen. Und von daher muss man ein bisschen aufpassen. Und im DAO habe ich hier oben jetzt erstmal die 452 als Begrenzung sozusagen. Das sind alles Punkte, die kommen aus dem Wochenchart. Da kann ich gleich nochmal ein bisschen näher auch drauf eingehen. Und damit man das halt ein bisschen besser erkennen kann. Jetzt ist halt hier wirklich die Gretchenfrage, nehme ich den DAX mit oder nehme ich ihn nicht mit? Das kann halt wirklich schon einmal kurz nach oben springen hier an der Stelle. Kann das ja auch mal irgendwie anders machen. So, vielleicht einfach hier mal die Hälfte mal wegmachen. So. Und dann kann man ja mal gucken, was dann halt passiert jetzt mit dem Impuls direkt um 14:30 Uhr. Vermute aber schon, dass der DAO da oben hinspringt, wo ich es gerade gezeigt habe. Und kann natürlich jetzt sein, dass der DAX sich mit motiviert hier fühlt, zumal wir hier in dieser Stundenkerze uns jetzt gerade bewegen. Also bitte echt nicht nachmachen. Das kann wirklich leider hier in die Hose gehen. Das ist hier auch soweit erstmal ja auch kalkuliert. Und die Gesamtposition hier würde bei mir nicht mehr im Minus enden. Außer wir gappen jetzt darüber, glaube ich aber erstmal nicht dran. Und von daher habe ich jetzt hier erstmal auch kein Risiko mehr. So, wir haben noch irgendwie 4 Minuten. Ist eigentlich noch Zeit genug, um irgendwie mal noch auf Gold zu gucken. Habe ich hier ganz vergessen aufzumachen. Und gucken wir uns das auch mal gleich noch an. Weil das war ja halt auch immer recht interessant bei den NFPs. Vor allen Dingen hat die Betrachtung da immer ziemlich weit gereicht, nämlich tatsächlich immer 4 Wochen weit. Und beziehungsweise fast immer, natürlich auch nicht jedes Mal, aber eigentlich fast immer. Und es hat auch beim letzten Mal gepasst, was ich da gesagt habe zu den NFPs. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie das auch reagiert. Was denn da passiert. Wie man sieht, hier dauert bei mir alles ein bisschen länger hier, bis da im Hintergrund mal irgendwas aufgeht. Ich habe gerade dem Nelson schon gesagt, ich muss mir dafür das nächste Mal irgendwie mal eine andere Lösung überlegen, weil hier kann man fast nichts mehr bedienen. So, hier im Tageschart, dann gehen wir jetzt auch erstmal auf die Stunde. Klar, sieht natürlich ein bisschen wüst aus. So, sieht man es ein bisschen besser. Und es ist vielleicht ganz interessant zu sehen, jetzt erstmal, was Gold dann auch macht, jetzt hier bei der Initialbewegung. Mal gucken, den 30 Minuten. Ja, ich weiß, meine Grafiken habe ich heute Morgen auch schon gesagt. Der Heiko Behrendt, der macht das immer so schön sauber. Bei mir sieht alles immer so spartanisch aus. Aber ich brauche halt tatsächlich nicht wirklich mehr. Also, was ich halt gerne halt irgendwie sehe oder wo ich halt auch sage, kann man ruhig darauf achten. Da die News hier wirklich zu einer halben Stunde sind, also 14:30 Uhr, kann man sich schon immer mal den EMA 200 im M30 dann anzeigen. Das wird gerne angelaufen tatsächlich, warum auch immer. Aber ist tatsächlich so, ein bisschen mehr kann ich hier auch mal noch irgendwie einblenden, mal noch die Pivotpunkte. Da stehen wir gerade hier Vortagespivot, Wochenpivot. Mal gucken, ob wir da oben noch irgendwas haben von gestern. Nee, nicht wirklich, ne? So, aber generell, Gold sollte runter, eigentlich endlich mal. So heißt aber jetzt nicht, dass das nicht noch ein Umweg irgendwie uns da zaubert obenrum. Aber so generell im Tageschart soll mal runter. Aber ich würde jetzt hier erstmal Gold auflassen und einfach mal zu sehen, wie die Initialbewegung jetzt aussieht, weil Gold ist da doch meistens irgendwie recht deutlich direkt zu Beginn von dem ganzen Spektakel. So, das sehen wir auch, wird jetzt ein bisschen nervös. Der Spread wird auch gleich kurz auseinandergehen. Und dann bin ich mal gespannt, was da jetzt halt passiert. Ob wir da wirklich auch mal einen Peak nach unten kriegen. Wie gesagt, einen DAO hätte ich ihn eigentlich auch gerne, aber es ist ja auch nicht unbedingt ein Wunschkonzert. Also Gold darf gerne einmal hochrennen und dann wieder runter. Die letzten 10 Sekunden. Die Indizes am liebsten genau andersrum. So, mal gucken. Nee.
So, das rennt alles durch die Decke. Im Gold passiert leider gar nichts. Besser als erwartet. Gold ist irgendwie gerade stehen geblieben. Ah, da kommt es genau. Ne? Da haben wir jetzt genau das Ding hier oben. Genau dahin. So. Aber Stundenlöhne schlechter als erwartet. Bitte? Ich sage Stundenlöhne schlechter als erwartet, also nicht ganz unwichtig. So, den hätte man tatsächlich schon direkt hier oben hin platzieren können. Das hätte wirklich gepasst an der Stelle. Manchmal eben. Aber schon lustig, ne? Gerade noch gesagt, und genau das macht er dann, springt tatsächlich an den EMA 200 im M30 als Lieblingsanlaufstelle, wenn nichts greifbar ist, und reagiert dann da zuerst mal. So, dann gehen wir mal auf den DAO. So, der DAX, da ist die Restposition, die ist gerade hier oben raus. Das passt aber schon. So, im DAO. So, einmal hier drüber. Ah, da ist auch ein Pivot, wie ich sehe. Habe ich vorher gar nicht eingeblendet gehabt. So, nichtsdestotrotz sollte das ein Punkt sein, der nicht so ohne weiteres halt hier auch gehalten werden kann. So, ich würde es nochmal kurz zeigen, warum. Trotzdem muss man jetzt hier nicht unbedingt direkt dagegen halten. Ich würde da mal ein bisschen warten, was da oben noch passiert. Ich gehe mal hier auf den Tageschart. Ich behalte das nebenbei mal im Auge. Wenn sich da die Möglichkeit bietet, was zu machen, dann versuche ich das auch live zu handeln. Aber es war ja auch gerade so ein bisschen meine Befürchtung, dass der DAO jetzt erstmal halt auch nach oben springt. Das hat ja soweit gepasst. Was wir hier oben einfach sehen, jetzt hier mal rein vom Tageschart, das ist so die letzte Aufwärtsbewegung hier. Und werde ich jetzt hier auch mal einzeichnen. So, hier ist so die letzte. Das ist die letzte Kerze eigentlich, die wir hier haben. Also letzter Außenstab im Tageschart. Ich gehe jetzt auch mal hier runter auf den Punkt, wo wir da eigentlich sind. So, und da sieht man halt auch, hier an der Stelle, da sind massiv die Käufer auf den Plan gekommen. Das ist die massivste Abwärtsbewegung, die wir hier hatten in 2018 bzw. im Oktober. War das, und ab hier ging eigentlich so die Reise nach unten los. Und ich versuche es immer ein bisschen profan zu halten, sage ja halt auch immer, man darf sich ruhig mal unter dem Aspekt in die anderen Marktteilnehmer halt reinversetzen, dass man sich halt mal fragt, okay, was machen die, ja, die den Markt bewegen? Und die sollte man natürlich suchen. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt großartig mit Volumen zu arbeiten. Das sieht man auch so, weil hier. Da ist ja einiges passiert. Wie viele Punkte hat die Kerze hier? Das sind ja 200, 400, 800, 1000 Punkte an einem Tag waren das hier. Und das heißt, das waren ganz sicherlich keine Hobby-Trader, sondern da war schon ordentlich was los. Und diejenigen welchen, die das gemacht haben, das ist genau das, was ich halt immer sage. Die muss man halt im Auge behalten, weil man kennt deren Plan, deren Mission nicht. Ja? Und einfach mal ausgehen davon, dass das hier ja natürlich große Marktteilnehmer waren, die das Ganze hier gezündet haben in die Richtung. Die haben halt einfach nochmal die Chance, für den gleichen Kurs zu verkaufen. Jetzt weiß man natürlich nicht, sind die fertig? Haben die alle gesagt da unten, ja, uns reicht das jetzt hier erstmal, irgendwie die paar tausend Punkte, die es da runtergingen. Oder und vielleicht haben die nochmal neu eingedeckt, vielleicht aber auch nicht, ja. Und mal ausgehend davon, dass das auch nicht nur einer war, sondern schon ein paar mehr, dass die alle den gleichen Plan haben, ja, der dann identisch ist, wage ich auch mal so ein bisschen zu bezweifeln. Und das heißt, man muss einfach damit rechnen, dass halt hier noch einige dann auch aktiv sind und die sich halt jetzt erstmal darüber freuen, dass das Ding wieder so hoch steht.
und hier nochmal die Chance besteht, einfach nochmal fürs gleiche Geld zu verkaufen, weil sie es irgendwo verpasst haben oder auch nicht. Das ist natürlich erstmal soweit nur rein spekulativ, das ist schon klar. Aber ich finde halt, die Überlegung ist halt schon berechtigt. Und die hatte ich auch hier letztens auch schon gebracht. Das war bei den vorletzten NFPs oder letzten, ich weiß es nicht mehr genau, aber auch in irgendeinem Webinar thematisiert. Das war das Gleiche hier an der Stelle. Habe ich auch gesagt, Leute, Vorsicht, es könnte sein, dass die, die hier auf den Knopf gedrückt haben, hier einfach nochmal kommen. Weil man muss jetzt nicht unbedingt jede kleine Bewegung halt nehmen. Aber wenn man die hier, war deswegen genauso entscheidend wie diese von hier ganz oben. Weil es halt eben, wie man sieht, von da ab ging eigentlich die große Strecke erst los. Ja, das heißt, das war halt die Fortsetzung von dem, was hier begonnen wurde. Und das heißt, das war der zweite Anlauf und das war der tiefste Fall von hier aus. Das war die 26.215. Und das haben wir halt hier nochmal gesehen. Und dann ging es auch prompt nochmal 1.000 Punkte runter. War jetzt nicht so viel. Könnte man jetzt natürlich auch daraus schließen, dass halt die womöglich doch fertig sind, die Jungs und Mädels, die das hier gemacht haben, oder sie halt einfach noch eine Etage höher wollten. Ja, das spricht natürlich so ein bisschen dagegen, dass hier nicht mehr viel passiert ist. Aber trotzdem sollte man das nicht aus dem Auge verlieren, dass halt hier einfach massiv halt was los war. Und wenn man das halt von dem normalen Ansatz, also jetzt mal rein von der grafischen Seite halt her betrachtet, da wäre halt natürlich auch nochmal ganz klar meine Überlegung, hier oben war halt einfach die letzte Welle und beziehungsweise war vorher, da muss man eigentlich dann aber hier ein Stück höher gehen, da war halt vorher an der Stelle auch hier der letzte Support. Ja, das sieht man ja auch hier, da ging es nochmal irgendwie eine Kerze runter. Das heißt, es hat schon irgendwie zwei Tage gehalten an der Stelle. Und generell ist dieser Bereich halt einfach, sind wir hier bei 26.530. Also sind wir nicht mehr weit entfernt davon. Das ist halt jetzt erstmal definitiv Widerstandszone. Und da jetzt halt einfach long reinzugrätschen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Da würde ich auch erstmal abwarten, dass man nochmal ein vernünftiger Rücklauf kommt, wenn man da long gehen will. Außer man ist halt im Scalping unterwegs, klar, und kann halt irgendwie mit 2, 3 Punkten Stop-Loss da halt irgendwo agieren. Dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber jetzt hier irgendwie langfristig glaube ich nicht, dass das so eine gute Idee ist, hier oben einfach long zu gehen. Wenn man schon long ist, keine Ahnung von wo, wenn es jetzt als Beispiel, wenn man da 1.000 Punkte schon vorne liegt, dann ist es natürlich egal, dann kann man sich mal angucken, was da passiert, aber hier oben agieren long würde ich nicht, sondern da würde ich dann schon eher, auch natürlich ohne eine Empfehlung halt abzugeben, aber da würde ich dann schon eher gucken, dass ich dann halt die Impulse erwische und dann die Rückläufe dann halt eher für Short erwische, weil da ist die Chance schon groß, dass wir halt auch mal ein bisschen deutlicher zurücksetzen. Wie deutlich? Das sieht man dann eher wiederum im Stundenchart. Da kann man sich auch einfach mal die letzten Möglichkeiten halt suchen. Also das hier war natürlich jetzt schon nett, ja, der Rücksetzer. Aber vorhin, um reinzukommen, auch ein bisschen zu spät an hier, den hätte man schon wirklich genau machen können. Also wie gesagt, hier sowas kann man dann ja mit einem Stop von 5 Punkten machen. Mehr braucht man nicht, ja, wenn man das halt in der Lage ist, so genau dann auch irgendwo zu bestimmen. Und das ist ja halt auch eine Linie, die bei mir im Blog ja auch genau so drin war, gestern schon. Und das ist natürlich dann schon nett, ja. Aber wie gesagt, war ich jetzt hier ein bisschen zu langsam für, um das halt zu machen. So, aber hier, wie gesagt, irgendwo da oben. Und das ist jetzt halt genau das Problem. Das heißt, da wird man genau, Entschuldigung, gucken müssen, dann halt irgendwo im Minutenchart, wo man sich da halt dann irgendwo für Short dann halt eindeckt, wenn man halt eben darauf bauen möchte, dass wir halt hier die letzten Widerstände nochmal sehen. Und was man natürlich machen kann, auch umgekehrt ist genauso, dann halt sich hier die letzten Widerstände dann nochmal suchen, hier als Beispiel im Stundenchart. Das ist immer so mein favorisierter Timeframe, weil er halt einfach natürlich nicht so viel Hektik erfordert beim Handeln. Und das wäre eigentlich so der hier. Ja, nur mal als Beispiel, das war halt der lange Ausbruch hier oben, zweimal genau dran, Fehlausbruch, zurück auf den letzten. Also ist das hier, wäre die nächste Möglichkeit. Und dann auch zum Beispiel mal long
da halt rein zu skypen bei 426 26.426. Und kann man auch ganz recht oft, ganz oft, also komisches Deutsch, recht oft beobachten, dass wir zum Beispiel bei der Markteröffnung, also im Kassa, dass dann sowas dann auch gerne erstmal angelaufen wird und dann mal geguckt wird, okay, wo war das letzte Cluster und wo ging es dann halt da nach oben? Und das wäre natürlich jetzt auch ein netter Punkt nachher für die Markteröffnung, die man, glaube ich, mal im Auge behalten kann. Der Jens schreibt hier häufig. Genau. Das ist besseres Deutsch. Ja, und ansonsten, wie das hebt, also bei mir wird es immer lustig angezeigt. Hier oben ist D1 markiert, Tageschart, aber tatsächlich sind wir hier im Stundenchart. Das ist echt immer schon ein bisschen spannend hier mit dem. Ich weiß nicht, ob das an meinem bisschen zu Deine schwachen eigene System hier Version. liegt. Nee, eigentlich nicht. Irgendwie ist das halt irgendwie strange. Weiß ich nicht, warum er das bei mir immer macht, aber okay, wir sind hier auf jeden Fall im Stundenchart. Ja, der Dirk kann lesen, was ihr schreibt, ganz genau. Also müsst ihr euch diesmal zurückhalten mit euren Frechheiten, ne, Lutz? Ja, bitte jetzt nicht mehr schreiben. Sonst konnte ich nur sehen und mich entsprechend kaputt lachen. Nein, Spaß. Aber ja, das kam ja auch der Hinweis. Gold geht ja richtig gut ab nach unten. Ja, ne? Genau, das hat also gepasst. Das hat tatsächlich ganz gut gepasst hier oben. Okay. So, wieder mal ein Einstieg verpennt. Ja, aber so ist es halt, wenn man drei Märkte bespricht und nicht nur einen. Und dann kommt halt genau das dabei raus, dass man es dann halt verpennt. Das wäre natürlich hier schon nett gewesen, ne? Hier an der Stelle und macht halt auch zur großen Betrachtung auch Sinn. Da kann ich jetzt auch mal drauf eingehen, wenn wir jetzt eh schon gerade hier sind. So, also das Ding sollte generell jetzt langsam mal runter und gehe hier auch mal auf das ein, was ich vor 4 Wochen zu Gold gesagt habe. Das ist ja echt, ich habe vorhin auch zu Nelson, als wir telefoniert haben, auch schon gesagt, ich sollte eigentlich nur noch alle 4 Wochen Gold handeln und sonst überhaupt nichts machen, weil das ist jedes Mal so verrückt, genau wie das halt funktioniert. Und das ist halt echt schon spooky langsam. Hier im Stundenchart sieht man jetzt nicht viel. Ich gehe mal auf den Tageschart ein. Das war nämlich beim letzten Mal auch das, was ich erklärt habe. Und das hat tatsächlich wieder einmal gepasst. Und zwar, das hier müsste, also eine von beiden müsste die letzte NFP-Kerze gewesen sein. Oder war es die hier? Kann natürlich auch die hier gewesen sein. Ich glaube, es war, ich will jetzt hier nicht die Kerzen zählen, aber das müsste eigentlich tatsächlich die hier gewesen sein. Weil das Ding war hier oben, das hatte ich auf jeden Fall eingezeichnet. Und da habe ich halt auch gesagt, Gold ist eigentlich generell short. Also übergeordnet sind wir short. Und auch wenn das irgendwie gerade halt von der Bewegung halt long ist, der Trend ist es nicht. Und ich meinte ja auch noch, das hier oben waren irgendwie die FOMC, wo das Ganze halt hier auch getriggert wurde. Das kann ich euch gleich nochmal im Wochenchart zeigen, wie das da aussieht. Und da habe ich schon gesagt, das Ding geht runter. So, das Problem, was da hier aber halt, oder das Ei, was Gold sich hier halt selber gelegt hat, ist das, wir haben halt hier den Bereich, der halt vorher hier auch Widerstand war, dann gebrochen wurde. Und das ging hier nicht tief genug drunter. Das heißt, er hat einfach an der Stelle hier das allerletzte bisschen genutzt. Er sage ich immer, ist Gold. Immer das letzte bisschen an der Stelle genutzt und dann halt hier nochmal hoch geschraubt. Und da habe ich halt auch gesagt, wir brauchen einen Schlusskurs im Tag, der halt einfach idealerweise hier drunter ist, also zumindest mal unter dem Bereich. Und ich glaube, das hier war echt dann die NFP-Kerze. Können wir mal gucken, welches Datum. Das müsst ihr hier zumindest mal irgendwie erkennen können. Nee, das war der 14. Da müsste dann was. Der Ja, erste. die große Kerze da. Ja, Noch ne? eins, genau. Okay. Und da habe ich halt gesagt, das muss hier drunter enden, also unter dem Bereich. Und es ist wirklich genau drauf geendet. Und das war natürlich das, was das Ganze so ein bisschen auch ausgebremst hat. Ja, also die Linie gab es ja auch schon bei den letzten NFPs. Das wirklich sieht man hier exakt drauf geendet. Das ist natürlich ein bisschen schade für die weitere Bewegung, weil da natürlich eben genau das passiert ist. Er hat hier einfach das letzte Cluster genommen. Er sage ich schon wieder. Es hat sich das letzte Cluster hier geschnappt und hat dann wieder halt nach oben korrigiert. Und da hatte ich ja auch gesagt,
wir werden hier meines Erachtens kein neues Hoch machen, nicht nach oben ausbrechen, solange wir nicht darunter korrigiert haben. Ja? So, und dann hatte ich halt hier die grüne auch eingezeichnet. Das heißt, da müssten wir eigentlich mal hin auf 1250, um Gold hier mal eine vernünftige Chance zu geben. Tatsächlich halt hier, das, was wir nur als Bewegung haben, dass das eben auch als Reversal funktionieren kann. Das sollte so nicht funktionieren. Und hier war halt der Widerstandsbereich, den ich auch gezeigt habe. Da sieht man ja auch genau oben dran gelaufen. Dann nochmal eine Tageskerze komplett von A nach B nochmal runter auf diesen Punkt, aber wieder nicht drunter geschlossen. So, und alles, was wir danach gesehen haben, war halt einfach nur so ein bisschen Geschiebe. Und wenn man sich das hier auch mal anguckt, mir war das nämlich nicht außerwirklich geschieben. Wenn man da mal eine Linie dazu zeichnet, sieht man auch, dann war hier oben einfach auch nur nochmal die letzte Aufwärtsbewegung von unten. Mehr war es halt nicht. Ja? Also das hier hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm. Diese kleine Biege, mir hätte auch gereicht dahin und dann halt runter, wäre auch gut gewesen. Aber okay, das passt halt schon alles soweit. Und hier fehlt jetzt einfach eigentlich nur die Abschlussbewegung und dann nach unten, sodass wir halt mal hier drunter schließen, ja, unter dem letzten Support, der hier so ein bisschen in der Luft steht, den zeichne ich gar nicht erst ein, weil ich den nicht für wirklich relevant halte, sondern eher dann wirklich eine Etage tiefer. Und das heißt, hier bei 1266, da war so der letzte Peak, das wäre halt hier auch unterm EMA 200 im Daily, wobei der aber eigentlich auch nicht relevant sein sollte. Trotzdem muss man hier natürlich ein bisschen aufpassen, weil generell Gold hat natürlich schon das Potenzial, hat hier ein Reversal, ein echtes eben auszubilden. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass dann halt zwischendurch mal ein Punkt genommen wird, ja, wo man dann halt als großer Marktteilnehmer sagt, so komm, das reicht, müssen nicht nochmal ganz da unten irgendwo einkaufen, wir schlagen zu und schießen das Ding oben durch die Decke. Damit sollte man halt rechnen. Deswegen sollte man natürlich in dem Bereich dann halt auch langsam vorsichtig werden, wenn man dann halt irgendwie Short ist. So, und warum Gold nicht long ist, um das mal kurz zu zeigen, oder noch nicht wirklich im Long-Trend. Hier habe ich es immer schön dazu geschrieben zu den NFPs. Beim letzten Mal halt leider vergessen. Aber warum das nicht so ohne weiteres? Sag mal, skaliere ich mir denn hier heute zurecht? Das ist unglaublich. So, und zwar aus folgendem Grund. Ja, wir sehen hier halt hier in diesem Aufwärtstrend mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs wurde halt einfach das hier als letztes gebrochen, so bäm, darunter. So, damit war der Aufwärtstrend, den wir hier haben, der markttechnische Trend, erstmal dahin. So, und das Einzige, was wir jetzt hier haben, ist ein Rücklauf, irgendwie so hoch es auch nur irgendwie geht. So, und das heißt, wir machen hier eigentlich gerade nur eine Korrektur von dem ganz frischen Abwärtstrend, den wir halt hier im Wochenchart halt nochmal haben. Jetzt kann man das natürlich nochmal runterbrechen auf Monatskerzen. Also wenn man diese ganzen Aufs und Abs dann halt mal irgendwie weglässt, dann haben wir natürlich von hier kommt tief, hoch, zwischentief, aber auch kein neues Hoch. Ja, von daher ist auf Monatsbasis dann halt eigentlich eher seitwärts das Ganze zu werten, aber auf Wochensicht ist es Short. Und es sei denn, das hier war halt nur ein Versehen. Ja, ich meine, also jeder Trend kann natürlich auch irgendwann mal kippen, aber eigentlich ist der ganz frisch, der Abwärtstrend, den wir hier haben, der ist noch nicht alt. Und von daher kann es natürlich sein, dass es halt auch hier tatsächlich einfach fortgesetzt wird und wir dann auch nochmal deutlich tiefer laufen. Ja, aber wie gesagt, damit es halt eben, weil es ja eher, hier auch insgesamt so ein bisschen sehr, eher seitwärts ist, muss man da halt schon auch damit rechnen, dass es genau halt umgekehrt läuft, dass es halt hier einfach auch nur ein weiteres Seitwärts oder ein Seitwärtsimpuls war und dass wir hier nochmal zurückdrehen auf Long. Ja. Und damit muss man rechnen, darf man meines Erachtens auch rechnen, aber trotzdem sollte hier halt auch nochmal ein vernünftiger Rücklauf kommen und der geht eben meines Erachtens bis hierher. Das würde ich eigentlich gerne nochmal sehen, die 1250 und das wäre halt so ein Level, wo ich sage, okay, ab hier macht es wirklich Sinn, weil dann halt auch das Risiko, glaube ich, überschaubar wird. Aber hier oben einfach auf Long, nur weil Gold da halt irgendwie immer wieder mal über 1300 halt war, das ist halt auch nur eine Zahl. Mehr ist es halt nicht. Und weil generell darf man sich auch hier wieder in die großen Marktteilnehmer halt auch reinversetzen und dann natürlich halt auch überlegen, okay, was ist, wenn die halt eine große Position aufbauen wollen? Die werden es halt natürlich möglichst auch nicht irgendwo hier oben
machen. Weiß natürlich auch hier wieder nicht, wie stark ist man da halt schon investiert und wie stark nicht. Aber generell von unten nach oben steigt es sich immer besser als von oben nach weiter oben. Und mit Short ist es genauso. Es fällt sich leichter von oben als von unten durch den Boden durch. Und deswegen darf man es natürlich auch immer auch mal von der Seite halt betrachten, weil man will ja, wenn man das macht, natürlich auch eine Position, die man halt irgendwie dann auch längere Zeit nicht unbedingt nochmal anpacken muss. So, das ist also Gold. Können wir mal gucken, wie das dann bis zum nächsten Mal läuft und ob wir hier unter die 1266 drunter kommen oder vielleicht sogar hier die 1250 dann erreichen und da vor allen Dingen auch mal rausfinden, was dann halt hier auch passiert, ob dann halt irgendwie nochmal die Tendenz nach oben ist. Das heißt, würden wir hier runterkommen und dann nochmal da hochlaufen, dann würde ich, glaube ich, schon darauf bauen, dass wir dann auch wirklich nach oben bis dahin dann auch durchbrechen. Und zumal das ja halt oft auch konträr mit den Indizes halt läuft und die stehen für meine Begriffe schon so ein bisschen auf der Kippe, auch wenn der DAX jetzt irgendwie gerade nochmal die 12.000 gelaufen ist. Und wer halt irgendwie vor, weiß ich nicht, über einem halben Jahr schon mal dabei war, der wird sich auch erinnern, dass ich gesagt habe, bei 10.600 werden im DAX meines Erachtens die Käufer auf den Plan kommen und das kann auch nochmal sogar bis irgendwie knapp vor 12.000 laufen. So, aber ob das dann weiterreicht, das steht auf dem anderen Blatt. Auch das habe ich damals schon gesagt. Weil das halt eben vom Ansatz her im großen Bild, den kann ich mir auch nochmal hier, bin ich hier im DAX? Ja, genau. Auch mal nochmal schnappen. Also mir gefällt es nicht, dass er jetzt so hoch gelaufen ist. Ich halte das momentan auch insgesamt sehr, sehr schwer intraday handelbar. So hätte er für meine Begriffe jetzt nicht mehr gemusst. Ja, also es hätte mir hier in dem Bereich halt auch gereicht. Aber gut, ich wurde nicht gefragt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das hier jetzt auch mal anguckt, auch mal einfach unter der gleichen Prämisse, ist natürlich jetzt nicht so einfach hier das Finale zu finden, aber hier auch letzte Aufwärtsbewegung hier in dem Abwärtstrend, in dem der DAX da halt unterwegs ist und genau da kleben wir halt auch gerade. Und deswegen kann halt jede einzelne von diesen Wellen, die wir hier haben, halt ausreichen, um das Ganze wirklich dann auch wieder komplett nach unten zu befördern. Ich habe hier irgendwie gar keine Linie mehr drin. Das geht mir jetzt so ein bisschen auf den Keks. Das war alles so schön eingezeichnet. Das liegt daran, wenn man irgendwie zu früh eine Beta-Version irgendwie drauf spielt. Und dann geht halt irgendwie leider auch mal was hops. So. Also trotzdem kann ich das mal kurz auch nochmal erklären. Also wir haben halt hier im Wochenchart exakt das Gleiche. Das heißt, wir hatten hier unten in dem Bereich, wo sind wir? Bei 10.000, ab 10.600 habe ich halt ja gesagt. Genau, das ist halt hier dieses Cluster, was wir halt hier haben, ja, lange, lange, lange Widerstand und dann einmal durchgebrochen und nie getestet. So, was hat er gemacht? Es hat halt lange gedauert, bis er das mal testet. Entsprechend ging es dann halt hier, wie man auch sieht, dann auch mal rein, aber eben auch nicht drunter, ja, nicht unter dieses Cluster, sondern einfach hier mitten rein und da halt auch hoch. Und da hatte ich halt gesagt, so in dem Bereich sollten eigentlich die Bullen nochmal kommen. Und die könnten eigentlich schieben bis hier oben in diesen Bereich an die 12.000, weil wir hier die letzten Supports dann halt eben auch im Wochenchart haben. Mir hätte aber gereicht, ganz klar, das hier so wirklich die letzte Peak, den wir hier nach unten haben. Das ist irgendwie 11.720, meinetwegen auch ein bisschen höher. Da waren wir dann bei der 11.840. So, da musste er jetzt aber unbedingt eine Runde übertreiben. Okay, passt jetzt nicht unbedingt so ganz in meinen Plan. Aber man sollte eben damit rechnen, dass halt hier halt auch jederzeit jetzt nochmal Schluss ist und dass wir nicht einfach so jetzt nach oben da auch durchbrechen. Es kann natürlich auch anders kommen, das ist keine Frage, aber das wäre jetzt halt erstmal der Ansatz, weil wir halt hier im Wochenchart relativ eindeutig schon ziemlich lange eben auch short sind. Warum? Klar sieht man ja hier auch hier Aufwärtsbewegung, Korrektur, Aufwärts, Korrektur, noch ein neues Hoch und dann bam, ging es hier durch. Das heißt, hier haben wir einen Bruch. Aus markttechnischer Sicht haben wir hier ganz klar einen Bruch von dem Aufwärtstrend an der Stelle. Ja, kann man auch mal, boah, hier reagiert überhaupt nichts mehr. Das ist ja wirklich widerlich.
Und zwar war das ziemlich genau bei 12.740. Und so, da sind wir auch noch mal kurz drüber. Und dann natürlich kein neues Hoch und entsprechend dann runter. Aber Short wurde hier getriggert an der Stelle und alles noch hoch war noch korrektiv, übertreiben und dann halt runter. Was hat er sich gesucht? Das ist die nächsten Käufer an der Stelle. Und von da versucht das jetzt natürlich noch mal nach oben. Das kann man hier vielleicht auch mit Fibos halt auch agieren, um das halt ein bisschen besser einzunorden, bis wohin er laufen könnte. Aber dass es halt hier eng wird, das ist eigentlich relativ klar, dass da halt nicht einfach so und dann halt mehrere hundert Punkte drüber läuft. Und deswegen muss man hier jederzeit damit rechnen, dass es hier auch wieder vorbei ist und wir dann halt eben auch nochmal das Cluster, beziehungsweise dann halt hier auch die letzten Los, dann demnächst halt auch mal testen werden. Nur weil es gerade irgendwie long aussieht, heißt das nicht, dass wir hier den auch wiederum sehr, sehr frischen Short-Trend, der gerade mal eine Welle, eine Fortsetzungswelle nach unten gemacht hat, dass der jetzt gleich wieder gekippt wird. Davon sollte man meines Erachtens nicht unbedingt ausgehen. Im Daytrading ist es natürlich alles nicht so wichtig. Da kann man sich das natürlich halt ein bisschen einfacher machen. Aber halt vom großen Bild, glaube ich, darf man da schon gefasst sein, dass da halt auch demnächst nochmal eine Antwort in die andere Richtung kommt. Und die kann natürlich auch tiefer gehen als 10.000, wo waren wir hier? Ich weiß es gar nicht genau, 10.200 oder 100 irgendwas. Damit sollte man halt rechnen. Und deswegen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier jetzt aktuell sehr, sehr wenig Volatilität und Volumen haben, weil es macht einfach keinen Sinn, hier oben großartig zu kaufen. Und einfach unter dem Aspekt, ja, warum sollte hier oben einer irgendwie großartig auf Long setzen, nur weil irgendwie 12.000 erreicht ist, ist ja im Endeffekt nur eine Zahl. Nicht mehr, nicht weniger, aber leider halt eine psychologisch belastete, warum auch immer, aber so ist es halt. Und deswegen muss man da oben nicht unbedingt agieren. Und deswegen läuft er auch gerade so, wie er läuft, nämlich eigentlich überhaupt nicht. Das ist nur ein ständiges Rumgeeiere, Gefische oben, Gefische unten, weil halt hier zu wenig Volumen halt ist. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn da einer irgendwie eine größere Position aufmacht, und dann ist irgendwie direkt, haben wir direkt halt sowas, irgendwie eine Bewegung, die irgendwie keiner braucht und die auch keinen Sinn ergibt. Struktur ergibt das Ganze sowieso nicht. Was ich aber gesehen habe, das darf man sich auch mal gerne angucken, auch mal für die Fortsetzung von dem, wenn man das Intraday anpacken will, im 4-Stunden-Chart, da sieht man halt wirklich schön, dass der eigentlich keinen einzigen Außenstab da halt irgendwo bisher gekillt hat. Das heißt, wenn man halt hier, das hatte ich letztens auch in einem Webinar, ich wollte eigentlich die ganze Zeit ja einen Dip haben zu 11.353. Das hat aber ein bisschen spät gemacht, deswegen habe ich auch nicht mehr dran geglaubt, dass das was wird. Zeige ich aber mal kurz. Und da habe ich mich getäuscht. Also ich hatte die ganze Zeit wollte ich halt die 300, bin schon wieder irgendwie hier ganz merkwürdig am Rumskalieren, die 11.350, die war hier unten. Gucken, ob ich die einigermaßen finde. So in dem Bereich. Da wollte ich ja halt die ganze Zeit schon hin. Da hat er sich aber so lange, ich muss jetzt leider nochmal skalieren, aber so lange Zeit gelassen dafür. Deswegen habe ich auch gesagt, das funktioniert nicht mehr. Also genau schon mal irgendwie gar nicht. Und weil es einfach viel zu lange gedauert hat, bis er da halt endlich mal hingeht, ist einfach hier drüber gelaufen, nicht mehr zurück und dann nochmal oben und nochmal und nochmal. Und es funktioniert halt nicht, weil es halt auch ein Cluster war, was halt unbestätigt war. Irgendwann sind sie dann nochmal auf die Idee gekommen, die 350 anzulaufen. So, dann war halt ein bisschen zu steil und hat dann auch hier einen Tag rumgemacht oder zwei. Und dann am Ende dann hat er tatsächlich doch nochmal gekauft. Ab der 350 ging es dann halt hier auch steil los. Und was man halt wirklich sehen kann, im 4-Stunden-Chart haben wir seither keinen einzigen Außenstab, der unterboten wurde. Also das heißt, wenn man hier zum Beispiel mit dem Stair Trader den Priax Trail gehandelt hätte, mit einem Abstand von 0, wäre man tatsächlich noch drin, auch wenn man das so auf den ersten Blick nicht sieht, das ist wirklich so. Wenn man hier bei der 353, ja, mit der ersten Ausbruchskerze oder auch danach, ja, gekauft hätte, man wäre tatsächlich noch drin. Also im 4-Stunden-Chart keine einzige unterboten, keine einzige. Auch hier nicht. Das ist ein Außenstab, die letzte hier, einfach nur kurz vor den Anfang, wie man hier sieht. Ich hoffe, es ist nicht zu klein. Und dann wieder weiter. Ja, das heißt, die Struktur ist die einzige, die hier wirklich intakt ist gerade. Im Tageschart natürlich auch sowieso.
aber der passt ja nicht unbedingt ins Daytrading. Also das darf man sich gerne mal angucken. Das heißt, die Struktur, wenn die bricht, und das ist noch nicht der Fall, und dann können wir meines Erachtens auch vorher nicht irgendwie davon reden, dass das Ding jetzt auch mal korrigiert, weil die wird ja augenscheinlich wirklich gehalten die ganze Zeit, und zwar wirklich punktgenau. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass halt hier halt auch ein paar Marktteilnehmer sind, die genau das nämlich machen, nämlich wirklich im 4-Stunden-Rhythmus da gucken, dass sie ihre Orders da halt in den Markt reingeklopft kriegen. Und das heißt, die letzte ist hier jetzt bei 11.955. Das wäre auch der erste Korrekturpunkt, den ich die ganze Zeit auch im Auge habe, wo ich vorher noch eigentlich mit dem Short hin wollte. Das sollten wir auch eigentlich jetzt heute mal hinlaufen. Und da wird es dann halt auch entscheidend, kauft das Ding oder kauft das Ding nicht. Und wenn wir da drunter schließen, dann haben wir seit 700 Punkten den ersten 4-Stunden-Balken, den wir dann per Schlusskurs unterboten hätten. Und dann kann es natürlich sein, dass halt das Programm dann halt fertig ist und dass wir dann auch endlich mal im DAX hier korrigieren. Aber spätestens dann würde ich nicht mehr irgendwie versuchen, long da halt oben zu handeln, sondern dann halt eher tatsächlich nach Short suchen. Aber vorher, hat man ja auch gerade gesehen, ist es nicht so einfach. Ja, zum Scalpen geht das, wenn man halt irgendwie auch nach 10 Punkten wieder raus ist. Aber eine größere Bewegung wird man meines Erachtens vorher nicht bekommen nach unten, solange das halt nicht passiert ist. Und es ist auch generell ja auch, was ich immer gerne sage, bevor man irgendwie Short sucht, der dann halt irgendwie läuft, lieber nicht mit Fibos, Pivots oder was auch immer, dann davon ausgehen, okay, ab hier geht es jetzt so und so weit runter, weil der Herr Elliott sagt, das ist so, weil meine Fibos sagen, das ist so, weil die Bildzeitung sagt, das ist so. Das ist halt Quatsch. Lieber gucken, dass man halt wirklich irgendwo ein Engulfing halt findet, mindestens im Stundenchart, wobei das hier auch noch nicht gereicht hätte im DAX. Und wenn das da ist, dann kann man sich innerhalb von so einer Kerze dann auch entsprechend dann halt auch irgendwo seine Position dann halt suchen. Und dann kann man auch eher mal davon ausgehen, dass wir eine Fortsetzung kriegen. So, und das würde ich hier im 4-Stunden-Chart machen. Nochmal, hier ist die letzte Aufwärtsbewegung, hat gehalten seit 700 Punkten im 4-Stunden-Chart und den sollte man im Auge behalten, wenn man da halt was Größeres sucht. Also bei Schlusskurs unter 11.955 ist es bei mir, gut, hier sind es 53, auf die 2 Punkte kommt es nicht an. Wir reden natürlich auch nicht über irgendwie 1, 2 Punkte drunter, sollte schon irgendwie 10, 20 Punkte, das kann dann aber auch reichen. Und dann halt irgendwie Rücklauflevel oder wenn man Swing Trade machen will, dann gehört natürlich der Stop da oben hin und dann kann man gucken, wie weit das Ganze halt runterläuft, weil dann würde ich davon ausgehen, das Programm ist jetzt möglicherweise erstmal beendet, das Kaufprogramm. So, das war auch gerade noch ein Stichwort, nämlich halt hier mit dem Engulfing. Und zwar im, gucken wir kurz nochmal auf den DAO, da hatte ich halt auch noch was gesagt. Deswegen ich auch davon ausgehe übrigens, warum wir hier oben eigentlich nicht so ohne weiteres stranden sollten heute. Weil Gold nämlich Freitag ist. Sehr bitte? Interessant. Ich sag, Gold hat auch eine interessante Bewegung jetzt gemacht. Wieder nach oben. Gold, ja, sehe ich gerade. Ne? Ja. Hängt sich hier so an der letzten Linie jetzt irgendwie auf. Klar, dann kommt, wir haben natürlich hier das letzte Low, ne? Das muss natürlich raus, damit es funktioniert. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt nicht unbedingt einfach. Ne? So, wo war ich denn jetzt? Genau, hier im DAO. Also, DAO-Wochenchart. Hier haben wir halt auch, ja, bärisches Engulfing, fett im DAO an der Stelle. Problem ist natürlich nur, hängt halt hier in einer monströsen Aufwärtskerze trotzdem. Eigentlich sollte so ein Punkt, hallo, gib mir eine Linie, so, das ist nämlich dann halt hier, da wo er die ganze Zeit rumgegammelt ist, da unten, bei der 26.150 müsste es eigentlich sein, so, passt nicht ganz, ne, aber da war halt irgendwie so die letzte Range, ach komm, jetzt zeig mir schon an, 170, genau. So, das heißt, hier haben wir eigentlich einen Short-Kontext, wo er irgendwie halt gerade versucht, drüber zu rennen. Deswegen, wenn das jetzt hier eine Stundenkerze wäre, würde ich sagen, ich gehe da oben definitiv Short, ja, weil die krabbelt ganz sicher nochmal, oder das heißt ganz sicher, ja, aber doch sehr wahrscheinlich nochmal da unten hin.
Weil nämlich eigentlich so ein Engulfing, wie wir es halt hier ja wirklich haben an der Stelle, das wird eigentlich nicht mal eben nach oben wieder gekauft. Jetzt haben wir natürlich hier schon deutlich Gegenbewegung gehabt. Ja? Also in der vorvorletzten Woche, da hat er ja schon mal versucht, da halt irgendwie aus dieser Kerze rauszukommen und prompt nochmal bis ganz unten hin fast das Ganze nochmal befördert. Es kann natürlich jetzt sein, dass das halt reicht, ne? Dass wir hier jetzt einfach 2 Wochen zu spät an sind. Aber wir haben jetzt erstmal, selbst wenn wir jetzt heute drüber schließen, das sehen wir wieder. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil wenn sowas nämlich gekauft wird und so ein Bruch von einem Engulfing an der Stelle, und dann ist das halt nochmal ein sehr, sehr gerne gesehenes Level. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir jetzt heute tatsächlich hier 2 Wochen zu spät an sind und dass das halt schon gereicht hat. Aber das ist halt so der Punkt, den ich deswegen auch die ganze Zeit im Auge habe, wo ich sage, eigentlich funktioniert das so nicht. Bevor so ein Engulfing irgendwie nach oben gekauft wird, kriegen wir in der Regel eigentlich erstmal neues Tief. Und das hat er sich hier aber halt irgendwie verkniffen, an der Stelle da mal ein neues Tief zu machen. Und da hätten wir eigentlich mindestens mal die 25.000 hier unten sehen müssen. Das fehlt mir so ein bisschen. Kann natürlich jetzt sein, dass es halt die Ausnahme von der Regel wird, aber in der Regel läuft es so eigentlich nicht. Und da hatte ich halt auch irgendwann die Woche mal geschrieben, wenn ich mir den Wochenchart im Dow angucke, ich finde kein einziges bärisches Engulfing, was nicht irgendwie mit einem neuen Tief gefolgt wurde. Egal, da kann ich gucken, wo ich will, ich habe keins gefunden. Und das ist halt eben auch einfach so die Wahrscheinlichkeit halt dahinter. Es ist halt nie passiert. So, wenn es jetzt halt so passiert, wenn wir wirklich da oben enden und nicht hier bei der 170, und dann ist es halt einfach eine sehr, sehr seltene Ausnahme von der Regel. Ja, und deswegen bin ich da die ganze Zeit auch so etwas irritiert, dass es halt einfach so da oben hinläuft und nicht irgendwie sich da an so die normale halt, also in Anführungszeichen normale Verhalten halt hält. Ja, ich meine, ich habe ja nicht mehr als Wahrscheinlichkeiten. Ich mache hier nicht irgendwie Glaskugel und sage, ja, so und so, das kommt bestimmt. Weil das irgendwie sagen mir meine Hühnerknochen, die ich jeden Abend in der Suppe koche und nach dem Mond ausrichte oder sonst irgendwas, sondern ich kann ja nur halt irgendwo auf Wahrscheinlichkeiten gehen und das ist halt die Wahrscheinlichkeit, die da ist und die ist hier irgendwie gerade, ja, scheint da halt möglicherweise eine Ausnahme zu kommen. Wir werden es heute Abend sehen, ob wir die 170, ob wir wirklich darüber schließen werden, die 26.170 oder auch nicht. Aber nicht wundern, wenn wir heute Abend hier wieder stehen. Also das wäre dann halt zumindest mal rein von dem statistischen Ansatz, wäre das der Grund dafür, warum das so laufen könnte. So, jetzt habe ich langsam einen ganz trockenen Hals hier. Weiß jetzt aber auch langsam gar nicht mehr zu sagen. Ich sehe halt hier nur am Rande, der Dow hält sich hier ganz hervorragend irgendwie im Stundenchart an die Linien aus dem Block. 12.004 wurde nochmal irgendwo genau angelaufen. Das nächste war die 988. Das ist die hier. Alles jetzt irgendwie akkurat. Endlich mal. Wobei es die ganze Zeit eigentlich auch schon macht. Ja, also Skypen stressfrei, aber halt eben laufen lassen irgendwie nicht so stressfrei. So, und das sollten wir jetzt dann, so hoffe ich doch jetzt mal bei der Eröffnung, bei der Markteröffnung in 20 Minuten mit den Amis dann endlich auch mal halt hier die 955 sehen. Direkt drunter haben wir halt auch das Value Area Low von gestern, also 70% des Handelsvolumens waren hier gestern zu Ende. Da würde ich doch mal irgendwie drauf wetten, dass wir da gleich mal hinlaufen und dann halt, und dann werden wir sehen, was da halt auch passiert. Würde natürlich auch volumentechnisch ganz klar super dazu passen, weil ich hatte ja vorhin gesagt, wenn wir im 4-Stunden-Chart, also um 4 Uhr ist die Kerze fertig. Wenn wir um 4 Uhr dann auch hier drunter schließen, dann haben wir A einfach mal aus dem Aspekt heraus, dass das 4-Stunden-Programm, was ich vorhin hier erklärt habe, dass das beendet ist. Das wäre ein Indiz dafür. Aus Volumensicht würden wir dann auch im 4-Stunden-Chart unter dem Volumen von gestern schließen. Auch das wäre von der Warte her auch wiederum ein Short-Signal. Das würde auch schon, würde schon einiges gut zusammenpassen an der Stelle. Und nächste Anlaufstelle wäre dann, wenn er das macht, dann entsprechend auch die 11.000, haben wir sie hier, die 11.840. Das wäre dann auch mal eine vernünftige Anlaufstelle. Wobei natürlich hier die 11.902, die darf natürlich auch noch mal ein bisschen schieben und bummeln. Aber halt da, wo es zuletzt wirklich aufwärts ging, das war die 11.840. Das wäre also für meine Begriffe
dann auch eine plausible Bewegung, wenn er das macht, wenn wir hier drunter schließen, also am liebsten irgendwo hier bei 11.940, besser noch tiefer. Und dann, glaube ich, ist auch schon mehr oder weniger besiegelt, dass wir denn die 11.840 dann auch nochmal von oben dann auch sehen. So, wenn man das handeln will, wie gesagt, im Scalping-Ansatz kann man sich natürlich so die Zwischensteps dann halt suchen, wenn man es laufen lassen will, gehört natürlich, wenn man das machen will, nochmal keine Empfehlung, ja, aber wenn man das machen will, Stop übers Tageshoch, alles andere wird nicht funktionieren, wird dann höchstwahrscheinlich abgeholt werden. Gut, so, okay, also, wo bin ich stehen geblieben? Beim trockenen Hals. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann bitte jetzt. Ansonsten habe ich hier jetzt erstmal auch nichts hinzuzufügen. Und durch das ganze Geschwätz, ich habe es gesagt, von meiner Seite, aber durch den ganzen Monolog von meiner Seite ist natürlich jetzt hier das Live-Trading ein bisschen zu kurz gekommen. Man hätte es sehr schön machen können in einigen Werten. Allen voran tatsächlich hier den DAX an den Punkten, aber auch in Gold. Aber wie gesagt, drei Märkte erklären und dann noch handeln, das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn Fragen sind, bitte gerne her. Ansonsten Euro, nee, gucke ich nicht. Der Lutz fragt gar nicht, ich soll mal irgendwie Euro gucken, das ist einfach nicht meine Baustelle. Das soll der Thorsten Helbig machen, der kann das viel, viel besser als ich. Der Euro ist mir ein Rätsel aktuell. Also das ist ja ein endloses Seitwärts. Und da muss man, glaube ich, irgendwie schon eine passende Strategie dafür haben, um dieses Seitwärtsgenudel, was sich der Euro hier abhält, irgendwie einzufangen. Ich habe sie nicht, ganz ehrlich. Also nicht bei sowas. Wenn irgendwie eine vernünftige Struktur da ist, die haben wir nicht mal im Tageschart mehr hier. Ich glaube, Wochenchart auch nicht. Ja, es tingelt da halt irgendwie so vor sich hin, irgendwie den Bach runter. Und aber ob das nicht einfach von hier nochmal dann nach oben knallt, keine Ahnung. Also Euro, ich glaube, das darf man dann auch mal sagen, wenn man irgendwie einen Markt hat, überhaupt nicht beherrscht. Also da gehört irgendwie der Euro dazu, wo ich sage, ich habe da natürlich auch hin und wieder mal Trades, die ich auch poste, die auch immer wieder recht nett laufen, aber größeres Bild hier mag ich nicht. Gut. Genau, Cluster Trading im Euro. Das muss ich mir auch erstmal live angucken, bevor man das sowas dann halt mal startet. Aber ist natürlich eine Möglichkeit. Also Cluster Trading, das heißt hier strategische Order im Stereo Trader. Klar, solange das so seitwärts läuft, ist das eine Gelddruckmaschine, keine Frage. Und aber man weiß ja nicht, wann es beendet ist. Weil wenn hier einmal, also seitwärts funktioniert natürlich immer nur so lange, wie es eben auch seitwärts läuft. Wenn aber hier ein Ding einmal da kommt, ja, und der halt irgendwo durch die Decke knallt oder durch den Keller, und dann ist er natürlich auch vorbei. Und auch wenn ich jetzt zum Euro eigentlich nicht explizit was sagen möchte, wenn ich aber sowas sehe, hier so dieses Runtergedrückte, dieses Gequäle, ja, anders kann man es schon gar nicht mehr sagen, das ist ja gequält. Und das endet ganz oft damit, dass halt da irgendwie halt noch ein Abschlussimpuls kommt und dann einer komplett irgendwie nach oben zieht. Und also wenn das jetzt irgendwie im 30-Minuten-Chart oder so oder im Stunden-Chart so ein Bild wäre, da würde ich nur darauf warten, dass das Ding nach oben rausknallt und nicht etwa nach unten durchbricht, weil dafür ist hier viel zu viel Gegenwehr halt irgendwie, die halt immer wieder den Euro da halt hochkauft. Da wäre ich halt schon irgendwie vorsichtig, weil irgendwann, das geht schon so lange seitwärts, wenn da nicht irgendwann mal die große Entladung kommt und in welche Richtung halt auch immer, da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Alright, gut. So, alle noch da, fast alle tatsächlich. Das ist sehr schön, freut mich natürlich, war auch wieder viel los jetzt, heute. Jetzt, wo du die Fragen wieder lesen kannst, traut sich keiner mehr. Genau. Nee, ich glaube, ich habe ja auch irgendwie genug geredet und macht ja auch gleich den Markt auf. Und ich denke schon, dass man da irgendwie einiges auch mitnehmen konnte. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, das ist ja mein Ansatz hier, irgendwas Brauchbares zu liefern, was auch so ein bisschen sich abhebt von den meisten Herangehensweisen und aber trotzdem ja immer wieder auch zeigt, dass der Ansatz ja halt auch gerechtfertigt ist. Nee, okay, also
Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Dabeisein. Wir haben tatsächlich glatt eine Stunde. Das ist ja unglaublich. Und fast auf die Sekunde genau kommt hier das Schlusswort. Und freue mich natürlich, dass ihr alle so zahlreich hier dabei gewesen seid. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von meinen Sichtweisen, auch später dann entsprechend. Wenn jetzt hier gleich die Amis aufmachen, dann wird es ja noch mal ein bisschen bunter, beziehungsweise ein bisschen wilder an der Stelle. Und freue mich einfach aufs nächste Mal. Danke natürlich auch an den Nelson und an FX Flat hier fürs Veranstalten vom Webinar und wünsche euch allen an der Stelle ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Aber der Nelson darf jetzt natürlich auch noch auf Wiedersehen sagen an der Stelle. Ja, vielen Dank, Dirk. Natürlich einmal für das Schlusswort und auch jetzt hier für das Webinar haben wir heute auch wieder gelernt, dass du Hühnerknochen und Mondphasen für deine Levels benutzt. Und freue mich natürlich, dass auch wieder heute so viele dabei waren und würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn sie nächstes Mal auch wieder so zahlreich dabei sind. Ich wünsche natürlich auch ein schönes Wochenende. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und nächste Woche Dienstag haben wir übrigens wieder Dirk hier live im Webinar, dann aber morgens um 8:45 Live-Trading. Ja, also dann hoffentlich bis Dienstag und wie gesagt, schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Tschüss.